ich bin's wieder, eure Mia. Wir hatten ja neulich das Thema Elektromobilität. Und ich war so positiv erstaunt, dass sich mein Vater ein E-Auto gekauft hat. Er hat ja auch schon so ein paar Sachen angerissen, aber ich denke, da gibt es noch viel, viel mehr zu wissen. Deswegen habe ich ihn gebeten, nochmal zu kommen. Wir haben ganz viele Tipps und eine Checkliste für euch. Aber bevor wir das Thema besprechen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann schießen wir mal los. Hi, Papa. Na, mein Schatz? Du hast dir ja ein E-Auto gekauft und dich vorher richtig schlau gemacht, oder? Stimmt. Was musstest du denn beachten, bevor du es zu Hause laden konntest? Naja, also zunächst einmal haben deine Mama und ich geschaut, welches E-Auto für uns das geeignetste ist. Wie weit reicht die Batterie? Was kostet die Versicherung? Und so weiter. Und als ihr euch für das Auto entschieden habt, habt ihr dann auch direkt so eine Wallbox gekauft? Ja, genau. Aber auch da haben wir vorher geguckt, welche Wallbox, also Tankstelle für die Wand, für uns die passende ist. Denn, ihr Lieben, es gibt verschiedene Wallboxen. Wir haben hier einen sehr hilfreichen Link für euch. Die Wallbox muss nämlich zum Auto passen. Zum Beispiel muss die Ladeleistung stimmen, die Länge des Kabels und man muss den passenden Stecker haben. Richtig. Wir haben uns für eine Wallbox und einen Ökostromtarif entschieden. Denn die Förderung einer Wallbox bekommt man nur mit einem Ökostromtarif. Das fanden wir sehr gut. Sowohl für die Umwelt als auch für unseren Geldbeutel. Wie ist das eigentlich bei euch? Nutzt ihr schon Ökostrom? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Okay, Papa, also Auto kaufen, Wallbox kaufen, Ökostromtarif abschließen und dann Förderung bekommen? Fast, Mia. Die Förderung musst du vorher beantragen. Wenn du erst eine Wallbox kaufst, bekommst du keine Förderung mehr. Also unbedingt vorher die Förderung beantragen. Ich habe hier für deine Checkliste ein paar wertvolle Infos mitgebracht zum Thema KfW-Förderung und Regionalförderung. Okay, das war ja ziemlich easy für euch, Papa, denn ihr konntet die Wallbox einfach in der Garage installieren. Aber wenn ihr das auch machen wollt und zum Beispiel zur Miete wohnt, dann müsst ihr das im Vorfeld mit dem Vermieter abklären. Und wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann auch mit den anderen Parteien. Aber ihr habt auf jeden Fall ein Anrecht darauf, euch eine Wallbox am Stellplatz zu installieren. Wichtig ist noch, so eine Wallbox muss von einem Elektriker installiert werden. Aber das ist kein Problem. Wir haben ein kostenloses Angebot über den Installationscheck von unserem Energieanbieter bekommen. So einen Online-Check könnt ihr übrigens auch ganz einfach selbst machen. Hier ist ein Link dafür. Und dein Energieanbieter hat so eine coole App für unterwegs laden oder so, ne? Ja, genau. Und in dieser App gibt es bald über 100.000 Ladestationen in ganz Europa. Das heißt, wenn deine Mama und ich nächsten Sommer nach Dänemark in Urlaub fahren, wissen wir jederzeit, wo wir unser Auto aufladen können. Und auch dafür gibt es den passenden Tarif. Fahrt ihr etwa ohne mich nach Dänemark? Willst du etwa mitkommen? Nein, keine Angst. Ich wollte dich nur erschrecken. So, Leute, das waren doch richtig gute Infos, oder? Ich habe euch hier eine Checkliste verlinkt. Schaut da gerne mal rein, da stehen noch mehr Infos drin. Und wenn ihr Bock habt, habt ihr doch, oder? Dann folgt mir gern und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Eure Mia.